Ich wusste gar nicht so, was ist der überhaupt? Was ist der überhaupt für eine Hunderasse? Ist das ein Bluthund? Und das Rätsel soll jetzt schwer sein. Witziger wäre es jetzt, wenn ich den Hund selbst steuern müsste, dass er selbst überspringen müsste. Das wäre witzig. Schafft Holmes das jetzt auch? Nö, der bleibt da natürlich stehen, der Sack. Ja klar, natürlich weiß Tobi, dass er da drehen muss. Ist sicher. Braver Hund, Tobi. Ja, so bin ich. Jetzt kommt nicht auf die Idee, dass ich euer Schoßhündchen bin. So. Jetzt hier rein, nein. Tobi. Er ist hier durch die Tür weiter. Okay. Mal gucken. Von innen verriegelt. Ach, jetzt muss ich bestimmt das Ding runterlassen und dann muss Tobi, ich als Tobi da durch und die Tür aufmachen. Komm jetzt aber kräftig, Holmes. Nee, Holmes hat ja für seine magere Gestalt hat er erstaunlich viel Kraft. So. Ich speichere mal ab, weil ich da nicht so ganz, weil ich jetzt nicht so weiß, was jetzt passiert. Ah, deshalb nennt man es ja auch Blind Run. Gut gemacht, Tobi. Du bist ja ein richtiger Detektiv. Siehste? Also gut, hier hätte ich auch runtergekonnt. Kann ich ihn auch aus einer anderen Perspektive machen? Wie war denn nochmal die Perspektivschaltung? Ach, ist ja egal. Einige Eispickel fehlen. Oha. Das Tor ist verriegelt, aber wir können es gewaltsam öffnen. Ja, dann schmeiß dich mal gegen, Junge. Das Tor ist verriegelt. Er hat Eispickel benutzt, um durch das Fenster zu klettern. Clever. Wir können das Tor gewaltsam öffnen. Das ist bestimmt oben Werkzeug oder so. Ah, komm. So, was haben wir denn hier oben noch Schönes? Das sah aus gerade wie Käse. Ach, da kommt er. Holmes. Mit dem Taschenmesser? Streichhölzer, genau. Wir fackeln das Tor ab. Das Tor ist verriegelt. Gewaltsam öffnen. Ja, wie denn? Das Taschen... Moment, kann ich jetzt hier? Nicht verfügbar.
Was? Da war doch was. Ah, die Brechstange. Ist das eine Brechstange? Achso, das hat er einfach aufgesammelt. Das ist ein Stock. Eine Axt. Axt. Er hat den Haken von hier genommen und ein Stück des Feuerwehrschlauchs abgeschnitten. Wo ist denn das Feuerwehrschlauch? Eine Axt. Eine Axt. Die haben alle Äxte. So. Ich frage mich ja immer noch, wer der Oberbösewicht ist. Das ist ja auch noch nicht so ganz raus. Das heißt nicht so ganz, das ist noch nicht mal ansatzweise raus. Wir wissen nur aus dem Gespräch aus der Drogenhöhle da, dass es irgendwie doch ein etwas unberechenbarer Typ sein muss. Holmes sagt ja schon, dass es einer mit ein sehr intelligenter Mann ist, aber er hat seine Gegner immer als intelligent eingestuft, einen ganz besonders, aber ich weiß jetzt gar nicht, das spielt hier, glaube ich, zeitlich gesehen nach den Reichenwachen. Also muss der Moriarty schon tot sein, also kann es eigentlich nicht Moriarty sein. Unser Freund muss auf der anderen Seite des Tores sein. Das ist ja ärgerlich. Oh nein, ich sehe... Oh Gott sei Dank, ich muss... Oh. Nein, lieber nicht. Nicht springen? Werde nicht. Ah, gut. Hopp! Der Killer Wauwau. Okay, dann muss ich jetzt irgendwas finden, um die Kette aufzumachen. Ein Bolzenschneider oder sowas. Oder? Das Ding? Warum das Ding? Schauen wir mal. Oh, was für ein Zufall, dass es genau da hängen bleibt. Einfach hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wagenspuren. Es ist ein Auto hier gewesen. Ja, gut erkannt, Watson. Wagenspuren. Was haben wir hier da? Von innen verriegelt. Oh. Nicht springen, Toby. Versuchen wir einen anderen Weg hineinzufinden. Das war ja auch zu offensichtlich. Ich wollte aber springen, Mano. Wo könnten wir denn noch rein? Wagenspuren. Hier konnte ich aber nirgendwo lang, ne? Nein. Kann ich hier irgendwo lang? Nein. Kann ich hier irgendwo lang? Nein. 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 Ah, da ist noch was. Ach, da hinten die Säcke, meinte der. Ah. Okay. Eine Gießerei.
Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Such, Tobi, such. Braver Hund. Such, such. Oh, ich habe einen Erfolg. Welchen? Ich bin neugierig. Den. Spürhund, achte die schöne, treue Natur der Hunde. Ja. Das Vermächtnis. Ich muss Ihnen ein großes Kompliment machen. Sie haben Ihre Einsatzbereitschaft und Intelligenz bewiesen. Sorgfalt ist die Mutter des Genies. Bravo. Genie, ich komme wohl nie dahinter, wo Ihre Grenzen liegen. In Ihnen schlummern unentdeckte Möglichkeiten. Auferstanden von den Toten, ein isoliertes Phänomen, das ein Gehirn, aber ein Herz besitzt. Da ehren Sie sich. Oh ja, gut, okay. Was war Feuerteufel? Sie können der Versuchung, Dinge ein bisschen dramatisch aufzuräumen, nicht widerstehen. Okay. Brett vorm Kopf. So. Jetzt kann ich nach unten. Ah, schön. Kommt der feine Herr auch endlich mal. Guten Tag. Mein Gott. Wie kann man denn nur sich so weit irgendwo im Hafen drin treffen? Da ist nichts. Moment. Weg! 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 Ich will erst mal hier gucken, was hier ist. Super, hier geht's auch weiter. Oh. Gut, aber hier ist Schluss. Okay, da oben ist ein Gang. Weg. Ah, hier kann ich auf jeden Fall nachher hoch. Okay, also weiß ich auf jeden Fall schon mal, wo ich lang muss. Hopp, hopp, hopp.